Hi, ich bin's euer Stefan und in diesem Video geht's um das Thema Weizen. Ich werde hier immer wieder gefragt, ob ich Weizen esse, ob man Weizen meiden sollte, warum Weizen schlecht ist. Erstmal, woher kommt Weizen? Weizen ist keine naturbelassene Getreidesorte und das ist schon mal der Punkt 1, warum Weizen nicht so toll ist. Alles, was umso weniger naturbelassener ist, umso ungesünder ist es eigentlich. Weizen ist eine hochgezüchtete Getreideart, vom Menschen hochgezüchtet natürlich, eben um billig und schnell herzustellen. Darunter leidet natürlich auch extrem die Qualität und das ist meistens halt eben auch dieses besagte Gluten. Gluten wird ja oft schlecht gemacht, aber eigentlich ist es nur dieses Weizengluten, Klebereiweiß auch genannt. Warum es Klebereiweiß heißt, ist es einfach so, weil es klebt. Also es, beim Kuchen zum Beispiel hilft es halt eben, dass der Teig zusammenhält. Allerdings ist aber natürlich auch der negative Aspekt, dass es halt auch den Darm verkleben kann. An sich kann man nicht sagen, dass Weizen oder Gluten jetzt so total gesundheitsschädlich ist, sondern es kommt auf die Qualität und auf die Quantität an. Beziehungsweise Weizen ist ja wirklich Weißmehl einmal. Vollkorn wäre natürlich noch besser, weil es hochwertiger ist, aber meistens essen wir Weißmehl, also das heißt schlechte Qualität, und wir essen sehr, sehr viel davon, also eine sehr hohe Quantität. Und das sind halt natürlich so zwei Punkte, die extrem ins Negative laufen, und deswegen ist Gluten einfach heutzutage schlecht, beziehungsweise sagt man, dass Gluten schlecht ist, beziehungsweise Gluten ist an vielen Lebensmittelunverträglichkeiten und vielen Krankheiten beteiligt. Man muss sich ja auch mal vor Augen legen, wie viel Getreide, Weizen vor allem und Weißmehl man eigentlich isst. Brötchen, Nudeln, Pizza, Kekse, Kuchen, sämtliche Backwaren, überall ist Weizen drinnen und das ist natürlich dann halt eben eine zu hohe Quantität, einfach viel zu viel. Daher würde ich euch raten, auf Weizen so weit wie möglich zu verzichten. Man kann auch auf Dinkel umsteigen, also Dinkel ist eine naturbelassene Getreideform. Wem jetzt Vollkorn nicht schmeckt, der kann auch normales Dinkel essen, also Dinkelnudeln gibt es bei DM. Es gibt aber auch diese Dinkel-Vollkornnudeln, Vollkorn wäre natürlich immer viel besser. Und backen kann man natürlich auch mit Dinkel-Vollkorn. Man muss vielleicht bloß die Rezepte mit dem Wasser ein bisschen mehr anpassen, ein bisschen anders backen. Aber das dürfte eigentlich, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, auch kein Problem sein. Es werden auch in Zukunft von mir mehr Rezepte kommen im Bereich glutenfrei. Ich bin jetzt wirklich kein Fanatiker, der sagt, man muss komplett glutenfrei leben. Ich sage auch nicht, ihr müsst komplett auf Weizen verzichten. Also dogmatisch wäre ich der Letzte. Aber halt wirklich, man sollte es so gering wie möglich halten. Wenn man wenig davon isst, kann es einem ehrlich gesagt auch nicht großartig schaden. Ja, und als guter Letzt, warum backe ich gerne glutenfrei? Das ist einfach, weil die Zutaten an sich einfach hochwertiger sind als Weizen oder Dinkelvollkorn oder so. Weil da ist Kichererbsenmehl drin, das sind Hafermehl ist vielleicht drinnen, Reismehl ist drinnen, Linsenmehl ist drinnen, Hirsemehl ist zum Beispiel drinnen. Also diese ganzen verschiedenen Sachen, das sind an sich auch viel hochwertigere Produkte. Und deswegen greife ich halt eben zum Beispiel auch auf Linsennudeln oder so, da viel eher zu. Und ich finde auch, die schmecken viel, viel besser. Vielleicht muss man sich manchmal dran gewöhnen, aber es schmeckt auch einfach viel besser. Und dann steht eigentlich einer gesunden Ernährung und einer weizenfreien oder weizenarmen Ernährung steht eigentlich nichts im Wege. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie mir gerne in den Kommentaren stellen. Ich versuche so gut wie möglich darauf einzugehen oder vielleicht ist es sogar ein Video wert. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.